Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Spitzhacken, Schiffe, Tiere oder auch Flaggen bemalen kann. Und es ist wirklich ziemlich einfach. Was ihr dafür machen müsst, ist, ihr müsst in die Stadt gehen und da steht ja so ein Typ, wo man so Kleider kaufen kann oder auch eben Farbe. Was braucht man jetzt, dass man Farbe kaufen kann? Man braucht diese Goldcoins. Die findet man ja in Schiffen, wenn man Schiffe versenkt, oder Schiffe lassen auch immer so Kästen droppen, so Lootkasten, und die könnt ihr ausräumen, dann bekommt ihr meistens auch Gold. Ich nehme jetzt da einfach mal meine Lieblingsfarben mit, Rot, Pink, oder also Lieblingsfarbe ist ja nicht Pink, aber ja. Was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt diese Farbe nehmen und runterziehen auf euer Material. Das heißt, ich mache es jetzt mal auf die Spitzhacke und wie man sieht, kann man jetzt einfach oben drücken da. Es gibt jetzt drei Stellen bei der Spitzhacke, wo man drücken kann. Und ich mache jetzt die einfach mal blau. Also ich lasse sie mal blau, weil, ja. Was ihr auch noch machen könnt, ihr könnt es auch auf die Kleider ziehen und wie man sieht, kann man eine ganze Augenklappe ganz grün machen. Also man kann ganz grün rumlaufen. Aber das will ich eigentlich nicht, sonst sehe ich aus so wie ein Papagei. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist ein Pinsel. Wie man den macht, man muss bei den Skillpunkten die zwei sicher mal machen, als man auf die zweite Seite kommt und dann müsst ihr auf Handling gehen. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr den Pinsel freischalten. Der ist unten im Inventar zu finden. Für das braucht man Leder, Stroh und Holz. Wenn man jetzt den gemacht hat, kann man die Farbe auf dem Pinsel ziehen. Das ist ja ziemlich einfach. Einfach runterziehen und jetzt den Pinsel nach vorne nehmen. Und ihr könnt jetzt wirklich alles damit bemalen. Ich mache jetzt einfach mal die Tür. Und wie man sieht, man kann wirklich die ganze Tür grün machen. So, den Türrahmen auch noch. Das und jetzt den noch. So, und wie man sieht, hat man jetzt eine ganz grüne Tür. Was man aber auch noch machen kann, man kann Schweine anmalen, man kann sogar oben die Flagge noch anmalen. Und ja Leute, wenn euch das kleine Tutorial gefallen hat, lasst doch bitte eine kleine Bewertung da, ein Abo würde mich freuen und bye bye.